Hallo und herzlich willkommen zurück zu Restrikt Skyblock mit mir, dem Moff. Zweite Folge, neues Glück. Zwischen den Folgen ein bisschen was getan, nicht viel. Zum einen habe ich mir hier mal so eine Mauer gemacht, weil das ist so, ich sag mal, ich möchte das gerne beibehalten. Das war so der Ausgangspunkt und das möchte ich nicht komplett verbauen, deswegen lasse ich das so. Habe offline ein bisschen was gemacht. Zum einen habe ich hier Weitblöcke gesetzt. Weitblöcke relativ easy peasy, einfach Cobblestone und schon bekommt man die Weitblöcke. Und habe mir schon mal den Zugang gemacht zu der ersten Sphäre. Da können wir gleich mal hingehen und gucken, was da ist. Und ich habe natürlich noch ein bisschen an dem Block weiter gemeint. Das heißt, ich habe mir ein paar Ressourcen zusammengeholt. Ist ein bisschen was zusammengekommen. Was habe ich noch gemacht? Ja, ich glaube, bei 350 Blöcke, die man hier abmeint, kommen spawnen Tiere. Das heißt, ich habe hier ein Gehege gemacht, habe jetzt da hinten eingesperrt. Die müssen wir noch irgendwie dann da nach oben bringen. Habe hier auch schon angefangen, Dirt zu setzen, damit ich das Gras hochwachsen lassen kann, da die Tiere natürlich auch da oben irgendwo hinkommen. Wie ich die Base jetzt baue, weiß ich jetzt noch nicht, aber es wird überwiegend dieser weiße Block sein. Mal gucken, so ein bisschen futuristisch. Mal gucken, ob ich es hinbekomme, ob es überhaupt da so reinpasst. Schauen wir mal. Gut, dann werden wir am Anfang... unser Villager ist mittlerweile auch da. Das heißt, unser Market hat jetzt auch einen Verkäufer, der No-Name-Person. Das passt soweit auch. Das wird so erstmal am Anfang unser Bereich sein, bis wir ein paar Ressourcen gesammelt haben. Und dann können wir die Base erweitern und dann die Dinge fest zuordnen, wenn es dann auch zum Automatisieren kommt. Das heißt, jetzt werden wir erstmal alles querbeet machen. Was ich gemacht habe, ich habe nochmal den Nether Dimension gemacht, das Questbuch nochmal von vorne. Ich habe die mal freigeschaltet, dass man das von Anfang an sieht, was da eigentlich kommt. Es fehlt jetzt halt noch die Nether Dimension. Damit man sich schön durchklicken kann. Achtung, was kommt eigentlich so in dem Pack alles auf mich zu? Ja, wir befinden uns aber jetzt noch hier. Das heißt, wir machen hier ganz normal weiter mit dieser Linie, damit wir in diese Mining-Dimension kommen. Mal gucken, wie weit das mal kommt. Heute geht es halt darum, dass wir ein bisschen Oaklogs brauchen. Und Oaklogs ist das Thema, dass wir uns Oak-Saplings holen müssen. Und Oak-Saplings, Moment. Machen wir erstmal das so, setzen mal das Cutting Board dahin, habe ich schon meine Flint Knife, wo habe ich das? Genau. Da holen wir uns erstmal ein bisschen Bone Meal, das heißt den Fisch in die Offhand. Watch your fingers, okay. Ein Edward zum Advancement. So, dann holen wir nämlich gerade mal die Fische, die tun wir noch ein bisschen zusammenschneiden und schon bekommen wir ein bisschen Bone Meal. Bone Meal ist gut für das Thema Sachen zu kaufen im Market, weil wir brauchen doch das ein oder andere. Was mache ich? Fisch setzen. Ja, man merkt es, ich war schon lange jetzt nicht mehr tätig gewesen auf YouTube. Man muss sich da immer ein bisschen erst dran gewöhnen, wieder so ein paar Aufnahmen zu machen. Bin immer noch dran, das Setup zu machen, damit wir von der Soundqualität, dass das alles wunderbar passt. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder daran. Wir brauchen 5 Bone Meal für ein Sapling. Für ein Oak Sapling, dann holen wir uns nämlich gerade mal. Und den können wir direkt hier eigentlich setzen und mit Bone Meal wachsen lassen. So, dann einmal abbauen und schon haben wir unser Oak. Perfekt. So, die Quest ist erledigt. Da bekommen wir 64 Logs. Somit können wir jetzt endlich unseren Crafting Station machen. Sehr gut. So, das heißt, die Blanks bauen wir um, dann machen wir uns ein Crafting Table, machen uns genau die Crafting Station. Die Crafting Station ist natürlich gut, wenn wir da platzieren, da haben wir nämlich immer direkt Zugriff auch auf die Kisten. Richtig gut, passt soweit. So, die haben wir, achso, die Advancement, das haben wir, die Coins, die kommen da rein, die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das ganze Holz machen wir mal da rein. Ich hole mir mal Dirt. Dann können wir uns ja mal ein paar Bäume mehr pflanzen. Hab
da so eine kleine Fläche und ich muss aufpassen, dass hier keine Monster spawnen. Das ist ein gutes Zeichen eigentlich, hinzugehen und uns mal ein Bett zu craften. Ich denke, das ist auch ein Quest, wo wir haben. Mach mal rein. Genau, da oben das Bett müssen wir. Da bekommen wir einen Waystone und Torches. Ah, sehr gut. Dreimal Wolle, dreimal Spruce und eine Stone Axe. Und eine Stone Axe funktioniert mit Cobblestone, Rob und Stick. So, einmal eine Robbe. Keine Ahnung, wie viel Stick das jetzt halt nochmal waren. Dann nehmen wir uns mal ein paar. So, das ist ein Watercrafting wieder. Das heißt, du rein, du rein, du rein, du rein. War ich wieder zu langsam? Dann sollte weiter weggehen, dann denke ich, funktioniert's. Du, du und du. Sehr gut. Dann brauchen wir Wolle. Wolle war gewesen, da brauchen wir die Strings. Und die Cobweb und die Schere. Machen wir die rein und die rein. Ich hoffe, dass das ausreicht. Wie viel haben wir denn da? Ach, das langt dicker. Wir brauchen 3 Wolle. Dann brauchen wir Spruce Blanks. Haben wir die noch? 3. Nehmen wir uns die 2 noch mit raus. Dann sollte es eigentlich funktionieren. Das heißt, du rein und du rein. Was das? Jawohl. Wir haben unser Bett. Wir können nämlich auch direkt schlafen. Dann ist es Tag wieder und wir haben keine Probleme, was die Monster betreffen. Oh, da ist ein Ei. Das nehmen wir uns natürlich mit. Ei machen wir da rein. Hier haben wir was zu essen. Essen ist immer gut. Wenn wir verschiedene Mahlzeiten zu uns nehmen und somit können wir uns auch mehr hetzen. Ergattern. Komm mal, das Essen mal erstmal da rein. Die können wir noch braten, aber das machen wir später, beziehungsweise das können wir jetzt machen. Weil jetzt haben wir die Möglichkeit, uns ein paar Öfen zu machen. Komm, machen wir uns direkt mal 4 Stück. Die platzieren wir jetzt erstmal wirbar dahin. So. Kohle brauchen wir. Du weg. Du da, du da, du da, du da, du da. So, Holz machen wir da rein. Brauchen wir die eigentlich noch? Komm, wir machen mal auf die Seite. Die String machen wir mal dahin. Dann gucken wir mal den Waystone und die Torches. Waystone brauchen wir jetzt erstmal nicht. Den machen wir mal dahin. Und die Torches können wir jetzt mal nutzen, um da ein bisschen auszuleuchten. Dann gucken wir mal. Fangen wir ganz hinten an. So, komm, dann platzieren wir mal da. Da. Dann ist mal zumindest ein bisschen ausgeleuchtet. Das reicht aus. Wunderbar. Geh mal dahin. Und einmal runter und da noch. Und somit sollte hier eigentlich nichts mehr spawnen. Da noch. Und da. Wunderbar. Gut. Dann geht's weiter. Wir haben unsere Automation. With the help of some simple hoppers and high-tech machines, your days of block punching can be over. Craft the generator, place a hopper underneath it, put the catalysts of you just received inside the generators and revel in the simplicity of your first resource automation. Revel, okay. Weiß nicht, was das heißt. Ich bin der Modpack-Ersteller und weiß es nicht. Ja, das hängt aber damit zusammen, dass das Questbook von jemand anderem geschrieben wurde und weil meine Englischsprache, die Grammatik ist doch grauenvoll. Gut, wollen wir mal was automatisieren. Das heißt, wir brauchen die Echsen Hilo oder brauchen wir ein bisschen Terrakotta. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 Terrakotta. Das heißt, wir brauchen die hier. Da machen wir mal 16. Passt. Wir könnten uns gerade mal ein paar Loks machen. Ein paar Kohle machen. Das heißt, du da rein, du da rein. Nehmen wir mal die Hälfte da raus und machen die schon mal. So, dann geht's weiter. Wir brauchen ein paar Ruttenhoppers. Ruttenhoppers, easy peasy. Machen wir uns mal ein paar Kisten.
8 Stück, das passt. Wir brauchen insgesamt 4 Woodenhopper. Wir machen uns direkt 8. Können wir gebrauchen. So, die Ex-Nihilo brauchen wir nämlich auch noch eine Chest, einen Hopper. Wunderbar. Moment haben wir 3, das langt genau. Ne, das langt nicht, weil das Zeug muss auch noch irgendwo rein. Heißt, wir werden jetzt automatisieren. 2 brauche ich. So, machen wir einen Doppelchest dran. Wunderbar, passt. So, dann gucken wir mal, wie weit er ist. Das ist schon mal gut. Das war nicht so gut. Das heißt, komm, da machen wir noch was dazu. Nehmen uns die Hälfte raus. Die geht da rein. Machen wir da noch was dazu. Moment. Ich habe ja Tiny Coals. Das ist Tiny Coals. Da verbrennen wir nämlich nicht so viel. Gut. Das heißt, du da oben rein. Da holen wir uns auch nochmal die Hälfte raus. Passt. So. 8 Stück. 2. Ist ja relativ schnell jetzt. Dann können wir uns nämlich die 2 Hoppers machen. Die 2 Generator machen. Die würde ich auch da unten erstmal hinstellen. Oder soll ich es von oben hinstellen? Mal gucken. Ne, da werde ich jetzt halt noch nichts hinstellen. Ich denke, ich werde die erstmal da in die Ecke stellen und da die Ressourcen sammeln. So, haben wir sie alle, jawohl. So, das war einmal die Chest, zweimal die Hopper oder andersrum, das werden wir gleich sehen. Und Terrakotta außenrum. So, dann haben wir nämlich auch die hier. Somit bekommen wir 2 Blockkatalysten. 2 Blockkatalysten. Die Katalysten sind einfach dafür da, das zu ersetzen, was wir hier manuell gemacht haben. Das können wir jetzt halt manuell automatisch machen. Setze ich so oben hin oder unten? Ich denke, ich werde mehr oben sein. Für die Zukunft. Das heißt, wir holen uns gerade mal noch ein paar Cobblestone. Erweitern das gerade mal ein bisschen hier und setzen dann die Katalysten erstmal hier hin. Torches. Setzen wir uns erstmal dahin, genau. Das heißt, du dahin, dahin. Wo sind meine Woodenhopper? Du da rein, da dran. Die Katalysten drauf und dann einmal Ground 1 und Ground 0. Ground 0 ist der erste Block. Das ist die erste Phase. Das ist das, was wir hier manuell gemacht haben. Das passiert jetzt automatisch. Sehr gut. Die Kiste wird relativ schnell voll, aber es passt schon. Wir werden schon andere Möglichkeiten finden, um die auch wieder rauszuholen. Die zweite Phase ist der Ground 1. Der gibt uns andere Ressourcen, die wir auch brauchen, um auch weiter voranzukommen in dem Spiel. Perfekt. So, jetzt geht es ja darum, dass wir schmelzen müssen. Gold. Gold, das ist so ein Thema, was wir bekommen. Wo ist er? Da. Ich glaube, die Gold Grid bekommen wir. Genau, die Iron Dust und Gold Dust bekommen wir. Und da müssen wir jetzt ein bisschen warten, bis wir das bekommen. Es dauert, bis der Prozess durchläuft, wobei die 16 Stone, die können wir schon machen. 16 Stone sollte überhaupt kein Problem sein. Dafür haben wir ja auch noch die Pebbles. Die Pebbles machen wir mal oben rein. Verteilen das mal ein bisschen. Dann braten wir die gerade durch. 16, gell, brauchen wir. So. Dauert eh jetzt, bis wir Iron Dust und Ingot und die Gold bekommen. Damit können wir uns eigentlich da unten drauf konzentrieren, was ganz interessant ist, weil mit den Botanipots können wir auch unsere Bäume hier automatisieren. So, dafür brauchen wir 6 Botanipots und 6 Hopper Botani und 6 waren wieder 6x5, 30 Terrakotta. Gute Hausnummer, was man da brauchen.
So, das heißt du, wie viel haben wir da? 30, wir haben noch 2, das heißt, komm, wir machen mal 2 raus. Und somit haben wir genau die 30. Die verteilen wir jetzt hier auf die 3. Naja, ist jetzt nicht gleichmäßig verteilt, aber naja, immerhin. Und dann machen wir da mal 11 rein, da noch einer rein und da einer rein. Kohle wird so ein Thema sein, was wir noch mehr brauchen. Meine Axt. Machen wir die Bäume mal weg. Lass mal ein bisschen mehr Kohle bekommen. Bitte, bitte. Oh, Glück gehabt. Wobei, wir bekommen ja jetzt auch automatisch ein paar Sticks und dann wird es auch wieder einfacher. Sticks ist ja auch gutes Brennmaterial, was wir gebrauchen können. Passt soweit. So, nichtsdestotrotz, trotz zukünftiger Botanipots werden wir erstmal weiter anpflanzen hier. Alles dauert, bis die da wachsen. Brennmaterial, das heißt, wir gehen erstmal hin. Holen uns das mal raus, das da rein. Der brennt schön, der brennt auch schön. Der braucht jetzt noch ein bisschen, das heißt, wir holen uns mal da zwei raus. Machen die gerade da rein. So, der ist auch gleich fertig. Und dann würden wir hingehen. Haben wir noch ein paar Sticks? Ja, komm, wir nehmen mal die 64 Sticks. Wenn er fertig ist, machen wir uns gerade ein bisschen Kohle noch. So, noch einer. Dann haben wir's. Das heißt, du raus, du rein. Der ist auch bald fertig. Der ist schon fertig. Wunderbar. Der hat noch 3. Der noch 2. Passt soweit. Cool, cool, cool. So, dann haben wir das. 27. Ah, Hopper brauchen wir noch, gell? Das heißt, wir brauchen 6 Hopper. 27 Hopper. 6 Hopper brauchen wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir die 2 noch dazu. Dann haben wir die. Cool, cool, cool. So, unsere Terrakotta. Womit sollten wir unsere Hopper bekommen? Die Flowerpots habe ich vergessen. Das sind 6 mal 3, 18. Haben wir noch so viel Clay? Natürlich nicht. Aber ist ja kein Problem. Das wird ja jetzt automatisiert. Das heißt, wir haben Clay hier drin. Das heißt, wir brauchen 18. Verteilen die 6 mal. Da 6 rein. Und da der Rest rein. So, unsere Kohle läuft. Sehr gut. Die können wir direkt mal klein machen. Wir verteilen das auch mal auf 3. Dann passt das nämlich hier gut rein. Du raus, du rein. Aus, rein. Cool, cool, cool. So, dann räumen wir ein bisschen auf. Das kommt da rein, Holz kommt da rein, die Säpplinge machen wir mal da rein. Cobblestone und Stone machen wir da rein. Die brauchen wir. Und da haben wir ja was zum Essen. Wieder ein bisschen Abwechslung. Und jetzt habe ich schon meine 2 Herzen. Cool. Kann man eigentlich das Egg auch auf dem Campfire machen? Yeah. Schauen wir mal, was rauskommt. Beagle Eye? Lassen wir uns mal überraschen. So, der ist gleich fertig. Passt. Der ist auch gleich fertig. Passt. Und du noch. Somit haben wir unsere Pots. Machen da Hopper Botani Pots raus. 6 Stück insgesamt. Sehr gut. Und wir bekommen Inferium Farmland. Das ist gut. Wir bekommen Tiled Endstone und Ender Seeds. Ja, und somit können wir uns Enderperlen machen. Jetzt die Frage, wo wir das hin tun. Auch oben hin. Gibt das 6 Stück? Nein, 5 nur. Einer fehlt. Ja, kann man doch ein anderes Holz nehmen?
Ja, passt, cool. Die bauen wir auch oder die platzieren wir auch oben. Unsere Automatisierung, das werden wir erstmal vorübergehend alles hier hinbauen. Cobblestone. Oh, relativ wenig. Aber warte mal, er gibt auch Cobblestone. Bauen wir nämlich gerade mal da ein bisschen weiter. So, eine Torchen. Zack. Und dann machen wir uns einfach mal da 6 Kisten hin. Einmal. Ja, 2, 3, 4, 5, 6. Die Pots drauf. Einmal, zweimal. Dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Und machen da direkt uns ein paar Endersits. Endersitzer rein braucht eine Grow Time von 3,17. Naja, immerhin. So, schauen wir mal, haben wir schon? Oh ja, wir haben 8 Goldust und genau 8 Iron. Passt. Dann können wir nämlich mit der anderen Quest da oben weitermachen. Bedeutet, die 8 machen wir da rein, wobei, da holen wir mal die 4 raus. Teilen das ein bisschen auf. Dann geht das schneller. Das heißt, du raus, du raus, du rein. Ja, voll gesoffen. Sticks. Wie viele Sticks sind da mittlerweile drin? Wieder 25, reicht. Oh, Fisch haben wir auch genug. Das heißt, jede Menge Bone Meal. Cool. So, die Sticks machen wir auch da oben rein. Passt. So, jetzt ist die Frage, was brauchen wir noch? Block of Negatite. Block of Negatite ist ein Block, den wir brauchen für unser finales Item. Das heißt, hier brauchen wir insgesamt 7 Stück und wir sind jetzt schon in der Lage, diese 7 Blöcke eigentlich schon mal zu craften. Dafür brauchen wir ein bisschen was. Das heißt, wir brauchen Beetroot, wir brauchen Kabatsch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene Dinge. Das heißt, wir haben nur 6 Botaniports. Bedeutet, ich werde dann offline noch ein paar Pots machen, werde die da oben dazustellen. Und dann werden wir die erst einfach mal, Entschuldigung, erstmal wachsen lassen. Dafür möchte ich aber auch erstmal in die Richtung Tor gehen. Das heißt, ich werde die dann da in Tor reinmachen anstatt in Kisten. Ich denke, das ist einfacher. So, dann holen wir nämlich alles mal raus, was wir brauchen. Und somit haben wir nämlich auch die nächste Quest erledigt. Die Stein brauchen wir. Nächste Quest bekommen wir eine Diamond Bottle und Redstone. Diamond Bottle richtig gut. Die tut die Zeit, die wir hier verbringen im Let's Play oder auch wenn ich offline ein bisschen hier tätig bin, läuft da hier Zeit drauf. Und mit dieser Zeit kann ich gewisse Prozesse beschleunigen. Funktioniert jetzt noch nicht, weil es noch nicht genug Zeit gespeichert ist. Aber wenn man eine gewisse Zeit gespeichert hat, können wir verschiedene Maschinen bis auf das 256-fache erhöhen oder die Geschwindigkeit erhöhen. Richtig gut gemacht, das Ding. Funktioniert nur, wenn man sie wirklich auch im Inventar hat. Das heißt, wenn ich die jetzt da irgendwo reinlegen würde, würde sie nicht funktionieren. Ja? Die funktioniert wirklich nur, wenn sie hier drin ist. Jetzt gucken wir mal. Wir haben jetzt aktuell 43. Sollte jetzt irgendwas schon mal verschnellern. Gucken wir mal. So, jetzt machen wir mal zweifach. Geht schon schneller. Ja? Und die Zeit hat nicht gereicht, um das dann auf vierfach zu machen. Langzeit, oh doch, es hat gelangt. Ja, und ihr seht, der arbeitet schon schneller. Das geht irgendwann mal weg. Das heißt, es hält nur eine gewisse Zeit an. Und dann ist es weg. Aber wir können uns Zeit sammeln. Richtig gut. Gut. Dann machen wir weiter mit unserem Questbook. Und nächste Questbuch sind Pipes. Pipes ganz interessant. Die können wir gebrauchen, um halt dann die Tore miteinander zu verbinden. Oder auch andere Dinge. Die Hopper, Botani-Pots. Also die Geschichte, was hier ist. Und wenn ihr das im Hintergrund hört, der Nachbar wird gerade ein bisschen lauter. Der baut auch draußen auf der Baustelle. Aber sollte uns jetzt seit den nächsten oder die letzten 5 Minuten nicht stören. So.
Dann gucken wir uns an. Wir brauchen Pipes. Und dafür brauchen wir Ingots. 1, 2, 3, 5, 6. Die haben wir. Dropper. Und Redstone. Das haben wir alles. Cobblestone haben wir. Das heißt, wir machen uns gerade mal 2 Dropper. Dann war das einmal so. So, die Redstone in die Mitte und Dropper, Dropper. Jawohl, 16 Pipes, cool. Dann brauchen wir die Pipe Wrench. Pipe Wrench auch kein Problem. Hab ich hier. 2 von denen und wir brauchen 2 Sticks. Haben wir da oben noch welche? Ne, die sind leer, oder? Ne, haben wir noch. So. Damit haben wir auch die Pipe Wrench. Sehr gut. Bekommen einen Coin dafür. Coin war da. Machen wir da rein. Und ihr seht, jetzt haben wir schon eine Minute 50. Cool, cool, cool. So, dann räumen wir mal ein bisschen auf. Die Sticks weg, die Oak weg. Die kann ich eigentlich mal da oben reinmachen. Nein, das mache ich offline. Ja, offline. Was mache ich offline jetzt gleich? Oder nach der Folge? Ich werde mir hier die ganzen Seeds holen. Die können wir ja gerade mal gemeinsam noch holen, damit ihr seht, wo ihr die herbekommt. Das heißt, dafür brauchen wir Bone Meal. Gehen nochmal in diesen Block of Negatite und gucken mal, was wir brauchen. Wir brauchen Potato, Onion, Tomato. Fangen wir mal mit denen an. So, einmal du, einmal Potato brauchen wir. Dann brauchen wir Onion. Tomato. Karotten brauchen wir, soweit ich weiß. Und wir brauchen Sugarcane. So, und jetzt ist mein Latein am Ende. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht. Gucken wir mal. Okay, Beetroot, Cabbage, Karottenhammer, Beetroot, Cabbage. Da haben wir alles. Beetroot und Cabbage. So, einmal Beetroot. Und dann nochmal Cabbage. Ein lecker Salätchen. So, die könnten wir eigentlich rein theoretisch, und das machen wir auch, die setzen wir noch da rein, dass wir schon mal die ersten Sachen bekommen. Und das Add-Up werde ich dann 1, 2, 3, 4, 5. So viel Platz haben wir jetzt gar nicht, gell? Das heißt 1, 2, 3, 4, 5. Naja, gut, dann muss ich mir noch ein paar Botanipots machen, aber das ist generell kein Problem. Du kommst da rein, du da, da. Die Beetroot und die Cabbage. Können wir gerade mal gucken, wir haben ja genug Clay. Das können wir uns wieder schön durchbrennen lassen. Wir haben genug Slabs. Slabs, was wir auch als Brennmaterial nutzen können. Haben wir da irgendwas dabei? Nee. Und einmal Schaden. Oh, das war zu viel. Der Morph ist gleich tot. Komm, wir holen dich raus, dich rein. Und Botanipots. Machen wir mal nochmal. Machen wir nochmal 6 Stück? Ja, machen wir nochmal 6 Stück. 6 Stück bedeutet, wir brauchen dann auch. Oh, das war nicht gut. So nicht, sondern. So. Wie viel machen wir? 23. 6 mal 5, 30 brauche ich. Machen wir 30. 30 langt. Das heißt, einmal 10 da rein. 10 da rein. Und 10 da oben rein. Gut, dann können die nämlich durchbrennen. Und dann machen wir uns nämlich noch gerade ein paar Botanipots. Und platzieren die da dazu. Wunderbar, das funktioniert schon mal richtig gut. Enderperlen haben wir, oder Enderman Essence haben wir jetzt 3. Wir brauchen für 4 Enderperlen 8. Ja, aber sollte auch kein Problem sein. Beziehungsweise wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt hier die unser Time of Battle nimmt, seht ihr, der Prozess geht relativ schnell jetzt. Cool. So, jetzt noch was essen, bevor ich da ganz abschmiere. Ich habe noch keinen rohen Fisch gegessen. Dann könnten wir mal essen. Ach, was macht denn eigentlich mein Ei? Das ist schon verbrannt, verkocht.
Liegt das noch da unten rum? Habe ich es vielleicht bei mir reinbekommen? Nee. Das despawnt. Naja, gut, egal. So, dann haben wir. Gucken wir mal. Wie gesagt, das da, das kann ich ja jetzt schon mal vorbereiten. Das heißt, da werde ich schön mit Tor spielen, die ich dann offline dann noch machen werde. Das heißt, ich brauche ja ein paar Bäume. Ach so, ja, Bäume müssen wir noch automatisieren. Gut, dafür haben wir ja dann die Botanibots. Und ich werde schon mal in Vorbereitung auf die nächste Folge schon mal da anfangen, das zu craften. Das ist ja generell kein Problem. Diamanten. Wo bekommen wir Diamanten her? Easy peasy. Aus der zweiten Automatisation. Diesem Ground One. Da haben wir Diamanten. Und da haben wir schon, genau, 11 Stück und 9 brauchen wir. Richtig cool. Das heißt, so bekommen wir den Diamanten raus. Haben wir den auch schon mal. Ja, das heißt, ich werde das jetzt offline vorbereiten. Das ist ja überhaupt kein Thema. Redstone haben wir ja. Das heißt, da habe ich das Rezept geändert. Normalerweise braucht man da Netherquarz. Aber wir sind ja noch nicht in der Nether-Dimension. Deswegen mit Prismarin. So, werde ich vorbereiten. Das hier. Ich werde das da schon mal vorbereiten. Floral Fertilizer, wie man da dran kommt, ist ja überhaupt kein Problem. Mit Beetroot haben wir ja oben im Botanipot. Auch kein Problem. Und dann würden wir nächste Folge einsteigen in das Thema Botania und eventuell in das Thema Extended Crafting. Weil da brauchen wir ein paar Iron, da müssen wir uns durchbrennen, aber passt. Ich denke, dass wir uns darauf konzentrieren, dass wir da zum Schluss diese Method machen können. Wenn ich offline alles vorbereiten. Somit sind wir auch hier am Ende der zweiten Folge von Restrict Skyblock und ich würde mich freuen, wenn ihr ein paar Kommentare da lasst, wie es euch gefällt. Wenn ihr ein Like da lasst, mich vielleicht abonniert, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Und natürlich auch wäre ich froh, wenn ihr dieses Modpack von mir spielen würdet. Ist auf dem Curse, auf der Curse-Seite erreichbar. Ich werde den Link noch immer in der Beschreibung reintun. Und jetzt ist wirklich Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bye bye.